keine heiße Asche einfüllen. Das steht auf vielen Mülltonnen. Es besagt, heiße Asche ist eine Gefahr. Es besagt, wenn ich jetzt heiße Asche in diese Mülltonne tue, dann wird die ganze Mülltonne verbrennen und mit ihr ihr ganzer Inhalt. Keine heiße Asche einfüllen. Heute ist Aschermittwoch, der Beginn der Fastenzeit. 7 Wochen bis Karfreitag, 7 Wochen bis Ostern. Eine Zeit des Verzichtes in den vergangenen Jahren. Eine Zeit, in der wir fasten. Seit nun fast einem Jahr fasten wir, eine andauernde Fastenzeit. Wir fasten Kontakte, Begegnungen mit anderen Menschen, Kulturveranstaltungen. Wir fasten teilweise Gesundheit. Wir fasten Hoffnung und Zuversicht in vielen Momenten. Es wirkt seltsam, jetzt eine neue Fastenzeit zu beginnen, wo doch die alte noch gar nicht abgelaufen ist. Die alte Fastenzeit des Lockdowns, der Reduzierung. Nichts anderes meint ja Fasten, auf etwas verzichten, was mir wichtig ist, um etwas Neues zu erfahren über mich und die Welt um mich herum, um meinen Gott und meinen Glauben anders zu sehen. Wie kann ich also einen neuen Verzicht, ein neues Fasten beginnen in diesen Tagen, wo das alte Fasten noch nicht zu Ende ist? Ein Bild, heiße und kalte Asche. Das, was wir die letzten Monate erlebt haben, fühlt sich an für mich wie kalte Asche. Etwas, das wir tun, um uns zu schützen, etwas, das wir tun aus Unsicherheit, aber aus dem noch nichts Neues erwächst. Die heiße Asche, das ist die Asche der Fastenzeit, des Aschermittwochs, dieses neuen Fastens, wo ich mich neu ausrichte, wo ich einen Weg suche durch die kalte Asche der vergangenen Monate, auf dem Weg zur Glut, zur Wärme, zum Feuer, zu Gottes Geistkraft. Auf dem Weg zur heißen Asche durch diese Passionszeit, durch diese Fastenzeit, viel Mut und viel Zuversicht. Es kommt nicht nur kalte Asche auf uns zu, sondern Geist, Gottes Geistkraft wartet auf uns. Lasst uns beten. Gott, sende deine Geistkraft, sende dein Feuer in unsere Herzen. Erfülle uns. Erfülle uns mit der Freude und der Hoffnung und der Zuversicht. Erfülle uns im weiteren Verzicht, neue Wege zu finden, Zukunft zu sehen. Das bitten wir dich durch deinen Sohn Jesus Christus, mit dessen Worten wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.